Das erste Mal der Queen. Aufregend war es. Es geht um den Auftritt ihrer Majestät am Catwalk. Ob sie sich auch raufgetraut hat? Gleich mehr auch dazu. Und damit herzlich willkommen zu Brisant an diesem Mittwoch. Wer heute Morgen im niedersächsischen Cuxhaven in den Zug steigen wollte, der hatte ziemlich viel Pech, kann man sagen. Nichts geht mehr, hier sieht man es schon. Und der Grund dafür ist aus der Luft ganz gut zu erkennen. Zwei Güterzüge sind am Abend zusammengestoßen und der Schaden ist beträchtlich. Wo steckt dieser Mann hier, der vor 13 Jahren im Wahn seinen schlafenden Vater mit einer Axt erschlug und in einer Psychiatrie in Rheinland-Pfalz gelandet ist? Ja, dort ist er nicht mehr, schon fast eine Woche übrigens. Die Polizei sucht jetzt nach ihm. Beunruhigend ist zudem, dass man nicht genau weiß, ob der Mann gefährlich ist oder nicht. Auf die Straße jetzt kommt es möglicherweise noch dicker für Dieselfahrer. Von der Autoindustrie betrogen und von der Politik im Stich gelassen, wird jetzt mit bangem Blick nach Leipzig geschaut. Ja, denn morgen will das Bundesverwaltungsgericht entscheiden, ob Städte und Kommunen ein Fahrverbot verhängen dürfen oder nicht. Klar, die Dieselabgase, sie stinken zum Himmel, es muss etwas geschehen. Aber so ein Fahrverbot hätte auch erhebliche Auswirkungen auf die, die einfach mal auf ihre Autos angewiesen sind. Was halten Sie eigentlich von einem Fahrverbot, liebe Zuschauer, sinnvoll oder nicht? Diskutieren Sie doch einfach mit auf unserer Facebook-Seite. Unsere oder Ihre Meinung, besser gesagt, interessiert uns sehr. Manchmal fanden Ermittler jahrelang, um ein Verbrechen aufzuklären. Und dank neuer technischer Möglichkeiten gelingt das dann auch. Wie im Fall eines reichen Geschäftsmannes aus dem nordrhein-westfälischen Hagen, der Opfer eines Raubmordes wurde. Ja, das Verbrechen hat damals hohe Wellen geschlagen und nun müssen sich die mutmaßlichen Täter vor Gericht verantworten. Seit 19 Jahren bereits gibt es den Internationalen Tag der Muttersprache und da der genau heute ist, reden wir doch einfach mal über Sprache bzw. Dialekte. In fast jeder Region Deutschlands gibt es einen speziellen Dialekt, den man Ortsfremden erstmal erklären muss. Also eine Bämme, Weckler oder Schrippe bezeichnet im weitesten Sinne Backwaren. Okay. Beispiele gibt es etliche, aber die Mundart droht auszusterben. In der Schule zum Beispiel wird nur Hochdeutsch gelehrt, aber es regt sich auch Widerstand, denn Sprachvielfalt sollte nicht in Vergessenheit geraten. Falls Sie das jetzt nicht verstanden haben, liebe Zuschauer, Brisant ist eine tolle Sendung, die jeder anschauen sollte. Vielen Dank für die Blumen an dieser Stelle. Soweit also die Welt der Dialekte, jetzt in die Welt der Mode. Ja, und da wird den Frauen ständig ein Schönheitsideal vorgegaukelt. Models auf dem Laufsteg oder die aus der Heidi Klum Show suggerieren oftmals, wie Mädchen aussehen müssen, um irgendwann Erfolg zu haben. Diesem Diktat wollen sich diese Hamburger Teenager allerdings nicht unterwerfen. Im Gegenteil, ganz nach dem Motto, ich bin mehr als nur mein Aussehen, singen sie sich ihren Protest aus der Seele. Ein anderes Thema jetzt, liebe Zuschauer. Ein Gläschen Rotwein, ein paar Pralinen und ja, auch ein Handy sind in diesen Tagen für einige nur eine Wunschvorstellung. Denn diese Sachen sind für Menschen, die darauf Lust haben, absolut tabu. Wir sind ja mittendrin in der Fastenzeit. Und auch Sie haben uns fleißig auf Facebook gepostet, worauf Sie gerade verzichten. Ganz vorn dabei Süßigkeiten und Alkohol. Und viele gehen sogar noch einen Schritt weiter und fahren sich komplett auf Null. Zum Glück ist sie auch irgendwann vorbei, die Fastenzeit. Gleich zwei Königinnen haben wir jetzt in Brisant prominent. Und eine davon hat sogar ihr erstes Mal erlebt. Mehr jetzt. Ja, beginnen wir mit der Queen. So kennt man sie, erhaben auf ihrem Thron. Aber so hier, erste Reihe bei einer Modenschau, so haben wir die Königin noch nie gesehen. Ihr erstes Mal, wie gesagt, bei der Londoner Fashion Week. An ihrer Seite die Modekönigin Anna Wintour. Zwei Damen, die ihren Spaß haben, wie man sieht. Und als Fashionista macht die gekrönte Königin eine ziemlich gute Figur, wie wir finden. Nun ja, recht farbenfroh vielleicht. Je später die Berlinale, desto spannender die Gäste, könnte man sagen. Es trudeln immer mehr Topstars ein, wie zum Beispiel er hier, Willem Dafoe, ein alter Bekannter übrigens beim Filmfest. Der 62-Jährige war mal Jurymitglied und schon oft mit seinen Filmen im Wettbewerb dabei. Und überhaupt, Willem Dafoe kennt Berlin ganz gut. Sein Großvater mütterlicherseits stammt sogar von hier. Also viele Verbindungen zur Hauptstadt. Und gestern verneigte sich die Berlinale vor dem Schauspieler und krönte Willem Dafoe mit einem Ehrenbären. Und schöne Liebesnachrichten aus Monaco haben wir jetzt. Der Neffe von Fürst Albert und Sohn von Prinzessin Stephanie hat sich verlobt. Louis de Crouet präsentiert schon seit Jahren Marie Chevalier an seiner Seite. Und nun mit 25 hat er Nägel mit Köpfen gemacht.
Der Fürstenpalast gab die Verlobung bekannt. Und vielleicht wird ja noch in diesem Jahr ganz groß Hochzeit gefeiert an der Côte d'Azur, wer weiß. Wir haben jetzt noch mehr royale Neuigkeiten für Sie. Germany 12 Points, das wäre doch mal eine Ansage am 12. Mai in Lissabon, oder? Dann ist Eurovision Song Contest und wen wir dorthin schicken, wird sich morgen Abend entscheiden. Diese Kandidaten hier, schauen Sie mal, stehen zur Auswahl, wenn es morgen hier im Ersten heißt, unser Lied für Lissabon. Einige haben wir Ihnen ja schon vorgestellt und diesmal wollen wir uns den Song von Nadia Tolua ein bisschen genauer anhören. In der Tat, das wäre mal was. Wir hoffen darauf wie jedes Jahr. Morgen aber erstmal der deutsche Vorentscheid. Unser Lied für Lissabon, 20.15 Uhr hier im Ersten natürlich. Und wir schon ein bisschen eher, Punkt 17.15 Uhr. Ihnen einen ganz tollen Abend. Bis morgen. Ciao.